Moin Leute, willkommen bei Explain Gaming, hier eine Runde Live-Geballer mit mir, Marvin. Wir spielen Battlefield 4 auf den neuen Maps von Final Stand. Ich kenne die Map überhaupt nicht, keine Ahnung, ich kenne mich kein bisschen auf diesen Dreck hier. Egal, wir versuchen sie einfach mal durchzuwursteln. Ich gehe mir einfach meinen Teamkollegen nach, weil die kennen sich garantiert bestens aus. Die sind voll die schlauen Typen, da könnt ihr echt drauf vertrauen. Oh, ich glaube, ich habe gelogen, die Map habe ich glaube ich doch schon mal gespielt. Weil ich habe vorhin mal kurz noch angezockt und da habe ich die Map glaube ich schon mal irgendwie gespielt. Und ob wir den kriegen, hat man eine Granate. Fress, du Affe. Ah, er hat es natürlich ziemlich heftig erwischt. Erster Feind wurde ausgeschaltet. Erster Feind. Jeder Abschuss zählt. Nach dem Motto gehen wir hier. Wow, er hat einen von uns erwischt. Jetzt haben sie zwei von uns erwischt. Schießt ihm eine ab, ey, dann bekommen wir noch einen Abschuss. Der überlebt alles, der Hecht. Guckt euch den an. Ja, die haben ihn erwischt. 91 Killpunkte, das ist auch was Feines, ne? Muss man haben, unbedingt. So, wir spawnen hier einfach mal wieder Info random. Ach, wir sind wieder da, wo wir gestorben. Das ist doch perfekt, ey. Da können wir gleich wieder weitermachen hier. Rinseppeln, was das Zeug hält. Ich habe eine neue Taktik aufgestellt. Die heißt Seppeln bis zum Abwinken. Einfach hinschießen. Das wollt ihr jetzt gar nicht machen. Gucken, da ist keiner. Da ist einer. Ah, wird nichts mehr. Den haben wir locker zweimal getroffen. Seht ihr, zweimal gibt 20 Punkte. Bestens. Danke dafür. So. Hier geht's gleich mal weiter. Da kommt einer. Ich habe den schon gesehen. Da schießt irgendeiner mit seinem Granatwerfer. Dieses coole Ding gab's bei MW3, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben übrigens noch einen mit der Granate gekillt. Wupp, wupp, sage ich nur. Beste. Den gab's, glaube ich, bei MW3 auch, wenn ich mich recht erinnere. Das ist wirklich was für richtige Schwuchteln. Spieler meine ich natürlich. Oh. Da ist einer von uns umgekippt. Der ist aus der Latschen gekippt. Tja. Den geht's wohl nicht so gut. Oh, diese Ecke ist richtig eklig, weil die immer sich alle verkeilen und so. Was hat der denn, Alter? Was für ein Granatending spielt der denn da? Oder war der da oder Heini mit seiner fetten Granate? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall zwei weggesäppelt. Wir haben noch einen dritten angesäppelt, aber den haben wir nicht erwischt. Habt ihr den gesehen durch den Sitz? Einfach mal rinseppeln, das ist ganz wichtig, weil das funktioniert immer. Na gucken, was hier so. Da wird was geballert. Bisschen markieren, markieren, immer ganz wichtig. Wir heilen uns gleich mal, wir werden geheilt. Hier schmeißen wir unser Munitionspack hin. Weil dann kriegen unsere Kollegen auch ein bisschen Munition. Das brauchen die ganz dringend, weil die machen natürlich genau dieselbe Taktik. Die seppeln auch bis zum geht nicht mehr. Da haben wir den ersten weggeholt. The Big Monster Man. Big Monster Man. Whoop, whoop. Der Typ ist garantiert richtig Katzenfutter, obwohl ich glaube, in der letzten Runde hat er mich auch ein paar Mal abgeschossen, also scheint er nicht ganz so schlecht zu sein. Not too bad. Ich glaube, dann ist einer, wir seppeln mal rein. Und dann voll durchseppeln, ist ganz wichtig. So lange, bis nur noch 10% Leben übrig sind. Jetzt waren 43, na gut, damit kann man auch leben. Oh, da schießt einer mit einem Bogen, ne, Armbrust, weiß was ich. Seppeln, seppeln, immer wichtig, seppeln. Das ist ganz wichtig, die Taktik müsst ihr auch mal probieren, das funktioniert wunderbar, einwandfrei. Seppeln bis zum geht nicht mehr. Einen kleinen Sprung dazwischen. Und sterben. Ganz wichtig. Sterben, sterben, sterben. Immer ganz wichtig. Und wiederbeleben lassen. So kann man das schaffen hier, diesem Game. Seppeln, seppeln, seppeln. Bis zum geht nicht mehr. Wir müssen unbedingt nachladen, sonst sind wir jetzt richtig am Arsch. Da haben wir einen. Nee, haben wir doch nicht. Der hat noch 30% Leben. Wenn den einen abschießt, dann kriegen wir den auch noch. Das wird wohl nichts mehr. Ich glaube, wir haben uns richtig in eine schlechte Lage manövriert, wo wir auch nicht mehr wiederbelebt werden. Also total verkackt, das Ding. Ihr seht schon, wir werden haushoch verlieren. Wir sind das absolute Loser-Team. Das Schlechteste vom Schlechtesten. Quasi nicht mal mehr das Weiße vom Ei, sondern quasi schon die Schale. Sag mal, kann man mal erzählen, wie man hier rauskommt? Okay. Okay, danke, danke. Das ist schon mal ziemlich cool. In so einem Wagen möchte jeder mal drin sein. In so einer Hebebühne oder was das für ein Scheißhaufen war. Für eine olle Kackgurke. Oh, hier sind wir wieder an einer super Position. Wir können wieder richtig seppeln. Da seppeln. Ganz wichtig, seppeln. Da haben wir was angehittet. Und die Granate muss fliegen. Die muss fliegen. Das ist ganz wichtig. Die dürft ihr nicht vor euch werfen oder so. Die muss wirklich fliegen. Mindestens 30 Meter. Damit ihr irgendein Typen genau das Ding an die Rübe schmeißt und der sofort davon K.O. geht.
dann könnt ihr nämlich mit der Explosion der Granate auch noch einen zweiten wegholen. Somit habt ihr gleich mal einen Double Kill, was wunderbar funktioniert. Und zwar immer. In diesem Spiel immer. Sowieso. So, hier geht's gleich mal weiter. Nee, wir springen jetzt nicht nochmal auf diese scheiß Gurke. Wir haben gleich mal 20% Leben verloren. Heißt 20% mehr Schaden haben wir. Seppeln, seppeln, seppeln. Ah, wir haben nicht genug geseppelt. Das wurde nix. Der hat uns gleich mal zweimal erwischt. B-Cat hat er sich im Clan-Tag. B-Cat. Egal. Wir gehen gar nicht weiter drauf ein. Wir spawnen gleich wieder. Wir rennen gleich wieder los wie die wilden Affen hier. Guckt euch jetzt an, wie die alle losrennen. So rennen wir auch gleich wieder los. Die Hälfte haben wir geschafft. Wir sind schon richtig gut. Weil wenn man richtig gut ist, dann schafft man auch die Hälfte. Und wenn man super gut ist, schafft man sogar alle. Aber wir sind nicht super gut, deswegen schaffen wir das nicht. Das wird nichts. Das kann ich ja gleich sagen. Wir werden gleich mal von hinten angeschossen. Wo mag der herkommen, der alte Schalinski? Das kleine Schlitzohr. Ich schmeiß da eine Granate. Ich schmeiß da noch eine Granate. Ich habe jetzt nicht Angst zu sterben. Mit so wenig Leben ist das echt kein Problem, denke ich mal. Wir versuchen mal hier... Ah, da hätten wir nichts machen können. Wir sind fast tot, waren wir und ja. Man könnte auch sagen, wer nicht aimt zur rechten Zeit, der muss sehen, dass er in Deckung bleibt. Oder nach Hilfe schreit. Oder irgendwie so war das, glaube ich. Ich weiß das wohl nicht, wo der hingerannt ist. Der schießt mich gleich nochmal ab. Das mag ich nicht. Gib mal Heilung, du Schwachkopf, ey. Wie kann man... Wie kann man mich wiederbeleben und dann einfach wieder rennen? Oder hat er sein Medipack vergessen? Dann aber schnell wieder zurück ans Lager und holt das Medipack. Ich habe keine Granate mehr. Fuck, ich bin am Mors. Oh, fuck, ich bin am Mors. Oh mein Gott. Hier kommt einer. Die Motherfucker. Fuck, wir wurden abgeschossen. Der hat uns schon dreimal weggeholt. Der muss ein richtig Judah sein. Guck dir mal, der die wegseppelt. Der hat's verstanden. Der hat das Spiel richtig verstanden. Seppeln müssen geht nicht mehr. Der weiß ganz genau, wie es geht. Dem braucht man das gar nicht mehr vormachen. Deswegen holt er mich auch jedes Mal weg. Auch wenn es von hinten ist, aber das ist nicht so wild. Er hat immerhin geseppelt wie so ein wilder Affe. Was ist das für eine Scheiße? Ich weiß noch nicht, was hier abgeht oder was hier passiert, weil ich mich überhaupt nicht auskenne hier auf dem Mist. Da hinten kommen, glaube ich, welche. Genau, ich habe sie schon markiert. Guck mal an, den können wir gleich mal wegseppeln. Seppeln, seppeln, da kommt nichts mehr. Shit, wir haben es versaut, glaube ich. Da ist einer. Wir können ein bisschen dichter gehen. Okay, den habe ich erwischt. Er hat uns auch gleich mit seiner Flashgranate ge... Ist der behindert? Was schießt denn auf mich? Ich schieße auch noch auf ihn wie so ein Wilder. Da haben wir uns aber jetzt richtig angeschossen. Angeschissen. Entschuldigung. Angeschossen. Ich glaube, hier vorne kommt gleich einer oder so. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe auch voll Angst hier und so. Da hinten sind die auf jeden Fall alle. Ich weiß nicht, ob ich einfach ohne weiteres runtergehen kann, ohne dass ich jetzt wieder von... Gut, dass er seinen Fallschirm gemacht hat. Das ist immer ganz wichtig. Ist da einer? Ich sehe es nicht. Kommt da einer? Kommt da keiner? Kommt da einer? Kommt da zwei? Da ist einer. Hä? Wie ist der denn gestorben? Sind die bescheuert? Egal, weiter geht's. Da kommen sie. Jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ab. Gleich kommt er. Seppeln, Jungs. Seppeln, 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 seppeln. Ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Immer reinhauen. Immer reinhauen. Die ist volle Magazin reinhauen. Umso höher ist die Chance, dass ihr was trefft. Umso höher ist die Chance wiederum, dass ihr irgendwas wegholt, beziehungsweise gleich jemanden tötet. Und je höher die Chance, umso mehr Abschüsse macht ihr. Klingt logisch, nicht? So wie der Kollege. Der hat voll reingesappelt, deswegen spielt er auch mit einer MG und nicht mit so einer Pipi-Pistole oder so einem Scheiß. Mit einer Super-Soaker oder so einem Müll, weil damit wird er sowieso nichts hinkriegen. Oh Mann, ey, sein Medipack ist das ein Idiot. Danke, wir wurden gleich mal nochmal weggeholt. Und diesmal können wir nicht mal wiederbelebt werden. Das ist genauso geil, ne? Das kennen wir ja. Ne, kennen wir eigentlich nicht, aber das ist eigentlich das Geilste im Spiel. Wenn man wiederbelebt wird und dann gleich nochmal stirbt. Das ist so, als wenn du in einer OP bist, voll gerade zum Fehler hast oder so, fast am Verrecken bist und irgendeiner zieht dir dann das olle Gerät ab, womit du reanimiert werden sollst oder so. Und dann sagen sie, jo, ist nicht. Das mocken wir nicht. Fast tot, scheiße.
sag ich ja fast tot, Alter. Muss ich mit dem auch anlegen, ey. Aber hat mir gesagt, die Waffe ist ziemlich gut. Da kann ich natürlich gegen, nichts gegen machen. Oh, da schießt er mit seinem Granatwerfer. Der hat den sogar abgeschossen. Der Typ ist echt heftig. Mit seinem fetten Granatwerfer da rumballern, ey. Das ist schon eine Leistung, ne? Damit kann man richtig was gewinnen, ne? Damit kann man den Krieg gewinnen. Mit einem fetten Granatwerfer. Nicht mit so einer Pippi-Pistole, wie ich habe oder so. Das hat keinen Sinn. Das braucht man gar nicht benutzen, so ein Scheiß. Dann nimmst du einen fetten Granatwerfer mit. Deswegen sind die deutschen Soldaten auch alle mit fetten Granatwerfern ausgestattet und nicht mit irgendwelchen Sturmgewehren oder so Müll. Oder wenn jetzt irgendwelche Sondereinsatzkommandos Einsätze sind, die haben auch nicht irgendwelche MPs oder Pistolen oder so Mist. Nein, die rennen alle mit Granatwerfer rum. Oder falls ihr es noch nicht gesehen habt, die heutigen Polizisten rennen alle mit fetten Granatwerfer rum. Ganz einfach, weil das viel effektiver ist. Damit kann man glatt die Hauswand durchballern und braucht nicht mehr durch die Tür kommen. Das macht wirklich Sinn, so ein Ding. Die haben es erkannt. Jungs, wir müssen zappeln. Wir müssen noch zwei holen. Einen noch. Und es ist Ende. Das war's. Wir haben fett verloren. Guckt euch das an. Guckt ihr mal, wie der springt da noch im Hintergrund. Ist das nicht cool, ey? Ich wünsche, ich könnte auch so springen. Ja. Ein paar Points haben wir noch bekommen, ne? Den Scheiß überspringen wir einfach mal. Ja. Gut. Ich würde sagen, das reicht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.